Regeln der Lightning Talks. Es gibt nur eine Regel. 5 Minuten sprechen, egal über was, aber nicht länger als 5 Minuten. Damit sich unsere Redner ganz sicher an diese Regel halten können, brauche ich eure Mithilfe. Wenn die 5 Minuten rum sind, ich habe hier einen Lightning Timer, hebe ich meinen linken Arm, genauer gesagt einen meiner Arme, und dann bitte ich, dass ihr mit dem Finger auf den Tisch klopft. Können wir das mal bitte probieren? Einen Finger nur, genau. Das geht ein bisschen auf den Nerv, stört aber nicht komplett. Das ermöglicht dem Redner, jetzt seinen letzten Satz zu treffen. Und wenn ich beide Arme hebe, dann brauchen wir einen frenetischen Applaus. Perfekt. Wir haben das trainiert. Der erste Redner, Christian Theune, Veit Schiele, über PySF, Community Open Space. Okay. Ich glaube, wir brauchen die 5 Minuten nicht, deswegen kann ich ganz langsam sprechen oder so. Irgendwie. Ich wollte einfach bloß nochmal daran erinnern, morgen nach den Lightning Talks machen Veit und ich eine Session, so als Q&A, dazu, was wir beim PySV für die Community so alles tun, wenn ihr eine, im Englischen sagt man Special Interest Group, haben möchtet oder wenn ihr euch regional treffen wollt und mal wissen wollt, was wir von Organisationen so alles unterstützen können. Veit ist der Koordinator dafür prinzipiell und ja, da würden wir uns einfach mal hinsetzen mit euch, zeigen, was wir schon machen, was es alles gibt. Veit, hast du da noch was? Nein, nichts weiter. Veit hat nichts, der macht das dann lieber morgen direkt. Genau, also morgen nach den Lightning Talks, ich würde sagen einfach hier oben und dann, ja, wer mag. Okay. Dankeschön. So, wir haben die üblichen Kämpfe mit dem Projektor. Ja, dann müssten wir allerdings die Präsentation schon einen Tag vorher machen. Und die meisten haben mich vor einer Stunde angesprochen, ob sie noch eine tun können. Das hätte geholfen. Bist du? Nö, komm gleich. Nee, du gehst jetzt ran. Du bist doch hier. Ich sehe dich gar nicht. Du stehst mich mit dem Namen drauf. Armin, schließ dich an. Armin wird über die PSF Python Broschüre reden. Und wir sind alle gespannt, ob sein Rechner sofort läuft. Von wegen, wow. Klasse. Ja, ich möchte kurz die Python-Broschüre vorstellen. Mikrofon mal her. PSF-Python-Broschüre einschalten, oder? Schalte ein. Nein, Stress. Nein, nein, nein. Wir machen Restart. Erst, wenn die Technik funktioniert. Den Knopf so lange. Ich komme mit 3 Minuten aus. Das hast du auf Mute. Ist das grün? Hallo. Hallo. Oh, wunderbar. Super. Okay. So, der Startbildschirm interessiert keinen. Wir haben vom Python Software Verband in den letzten Jahren einiges an Publikationen gemacht. Hauptsächlich Plone-Soap-Geschichten. Wir haben eine Soap-Broschüre, eine Plone-Broschüre gemacht. Und weil die eigentlich ganz ordentlich geworden sind, ist die PSF auf uns aufmerksam geworden und hat das Team, das diese Sachen gemacht hat, angesprochen, ob wir nicht auch sowas für Python machen können. Und wir haben jetzt eine Python-Broschüre fertiggestellt, die kann man unten auf dem Stand von der Python Software Foundation als Dummy sehen. Die hat 32 Seiten, ist voll vierfarbig, die hat ein vernünftiges Cover, greift sich ordentlich und das Ganze kostet natürlich Geld. Wir wollen die mit 10.000 Stück international verteilen und die Kosten dafür werden über Anzeigen finanziert. Die Anzeigen haben wir fast alle zusammen und es gibt die Möglichkeit, für Dienstleister auch hinten drin einen Register-Eintrag zu schalten. Der kostet so ungefähr 500 Euro. Würde helfen, das ganze Ding zu finanzieren und bringt einem natürlich auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ich habe hier mal so ein paar Previews mit Doppelseiten aus der Broschüre. Da sind sehr interessante Projekte bei. Da geht es um den Mars Curiosity Roboter, da geht es um Filmindustrie, Blender, Industrial Light and Magic, CERN, Big Bang Experiment, OLPC, Geovisualisierung und so weiter. Das sind also super Beispiele, mit denen man im Kundengespräch oder wenn Python vorgestellt werden soll, zeigen kann, was man damit alles machen kann. Ja, und was sind das für Zielgruppen? Wir haben als Zielgruppe eine ganze Menge verschiedene Gruppen, die normalerweise so von den Medien nicht adressiert werden.
Das sind Führungskräfte, Kunden, Mitarbeiter, ja, die ganze Latte. Kann man sich unten im Flyer auch noch mal im Detail anschauen. Also es geht hauptsächlich darum, Leute, die halt nicht sich in den elektronischen Medien rumtreiben, mit diesen Sachen vertraut zu machen, auch mal einem die Möglichkeit zu geben, zum Chef zu gehen, dem das in die Hand zu drücken, wenn er nicht gerade in Twitter oder sonst wo rumhängt. Und ja, Ansprechpartner sind auch hier anwesend, die am Projekt beteiligt waren. Der Marc-André Lemburg von der PSF, der hat das Projekt koordiniert. Der Jan-Ulrich Haseke, Pressesprecher vom Python Software Verband, der hat Text und Konzeption gemacht. Und ich habe mich um Layout und Grafik und Produktion, Distribution gekümmert. Also ihr könnt uns gerne ansprechen. Und ja, gibt es da irgendwelche Fragen zu? Was kosten denn solche Anzeigen? Also die große Anzeige, die ist eigentlich so für die Big Player gedacht gewesen, die liegt so bei 2600 Euro oder 2650 Euro. Wir haben da 7 Stück schon im Prinzip verkauft. Eine ist noch zu haben, also wer sich hinterklemmen will, kann das noch machen. Was richtig interessant ist, ist halt für die Dienstleister, das sind diese Register-Einträge, wo man halt mit Logo und Firmenbezeichnung hinten drin gelistet werden kann. Das wird so ähnlich sein wie in dieser Plauen-Broschüre, die wir auch zum Beispiel unten sehen können. Und ja, gibt es da noch Fragen? Ja, ich sehe unten Brochure getpython.info. Der Download wird dann erst freigegeben, wenn wir die Finanzierung stehen haben. Wir müssen da schon einen gewissen Anreiz haben für die ganze Geschichte. Aber wenn die Sache durch ist, wird das Ganze auch als Download verfügbar sein. Wir sind gerade dabei und haben die ganzen Creative Commons Rights eingeholt, sodass also auch die Materialien dann frei von Unternehmen und von Entwicklern verwendet werden können. Das heißt, man kann dann diese entsprechenden Artikel auch zitieren. Von mir aus kann der Nächste ran. Okay. Danke, Armin. Und vor allem euch auch einen riesigen Dank für die ganze Arbeit, die ihr in diese Broschüre gesteckt habt. Also, ganz klasse. Okay. Du machst es mit dem Stick und mit Marc. Perfekt. Marc macht jetzt einen Vortrag. Du hast es auf dem Stick und dann das. Am Stück. Kriegen wir alles. Nächster Redner ist Marc-André Lemburg. Er wird uns über die Python Software Foundation berichten. Vorausgesetzt, er muss seinen Rechner nicht neu starten. Wir schaffen das. Perfekt. Perfekt. Wie bitte? Scheiße? Nein. Das Mikro hat Armin hier hin. Alles okay? Alles gut. Probier mal, ob geht. Hallo, hallo. Nein, nochmal draufdrücken. Hallo. An, ja. Ist an? Perfekt. Ich wollte nur kurz darauf aufmerksam machen, wir haben also die Python Software Foundation, ja, hier unten ist ein großer Stand im Foyer, und wir haben uns gedacht, dass wir gerne mal ein bisschen näheren Kontakt mit der deutschen Python Community haben möchten und möchten deswegen ein Members Meeting machen, wo auch Gäste eingeladen sind. Das Meeting haben wir relativ kurzfristig organisiert hier, das findet morgen statt von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr im Saal 2, und es können halt alle Leute kommen, natürlich. Sollten eigentlich auch die PSF-Members, die hier anwesend sind, vielleicht können Sie gerade mal den Arm heben. Also doch schon einige, nicht ganz so viele, wie ich gedacht habe. Können also morgen kommen, wir wollen halt ein paar Sachen besprechen, unter anderem sind wir da halt gerade dabei, die PSF, was das Membership angeht, ein bisschen umzustrukturieren. Wenn man keine Zeit hat, kann man natürlich auch gerne unten zum Stand gehen und da Fragen stellen. Wir haben also unten 3 Leute sitzen und stehen, die Eva, die unsere Secretary ist, Steve Holden, unser former Chairman, also der vorige Vorsitzende, und ich bin auch ab und an da, man kann mich natürlich auch direkt ansprechen. So, dann haben wir ein neues Membership-Programm, nennt sich Associate Membership, das ist so eine Art Fördermitgliedschaft in der PSF. Darüber haben wir unten am Stand auch mehr Informationen, da muss man jährlich einen Beitrag bezahlen. Und mit dem Beitrag unterstützt man dann die PSF, und die PSF verteilt es dann weiter an die vielen Projekte, die wir unterstützen. Die Informationen gibt es unten, die URL braucht man sich jetzt nicht abzuschreiben. Dann wollte ich noch darauf hinweisen, dass für Google Nexus 7 am Donnerstag dann
also in so einer Losziehung dann vergeben werden. Um dir so einen Google Nexus 7 zu kriegen, muss man unten halt einen Fragebogen ausfüllen mit den richtigen Antworten. Und alle, die richtig geantwortet haben, kommen in die Ziehung rein. Donnerstag wird das gemacht. Und dann gibt es den Google Nexus. Das war's eigentlich schon. Reinhard, gibst du einfach dem Marc? Marc, bringst du es zum Laufen? Einfach mal reinstecken, um das zum Laufen zu bringen. Du nimmst schon mal das Mikrofon, sprichst mit mir. Ja. Und lässt da Marc mit der Ding. Du sprichst über Pythonistensturm Go. Über welches genau. Go reden wir da? Wie bitte? Über welches Go reden wir da? Ah, über die neue Google-Sprache Go. Und dann wird sich jeder auf der Python-Konferenz fragen. Warum? Genau. Go's Lights, weil die Pythonisten Go stürmen und damit hatten die Go-Entwickler nicht gerechnet. Stopp, geh nochmal ran mit dem Mikro, ja, und sag's einfach nochmal. Versteht man mich jetzt besser? Jetzt ist richtig gut. Ja, gut. Also warum machen wir Go auf der Python-Konferenz? Das ist die... Okay, ja. Das Go's Lights. Go's Go. Perfekt. Okay, Reinhard, okay, ja. Wie Pythonistas Go stürmen. Ja, genau. Wie schaltet man das hier weiter bei Mac? So, okay. Go ist, die erste Frage ist, noch eine neue Sprache. Wir wissen, bei den üblichen Sprachen gibt es immer das Problem, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit oder Einfachheit, zwei von denen gehen, alle drei nicht. Und es haben sich ein paar sehr namhafte Köpfe zusammengesetzt und versucht mal alle drei Ziele zu erreichen. Also schnelle Kompilierung, zuverlässig und trotzdem einfach. Und wenn man die Liste der Entwickler sieht, dann kann man schon das leichte Zittern bekommen. Ken Thompson persönlich, Rob Pike, ich habe aufgeschrieben, was die alles gemacht haben, Gustav von Niemeyer, die sind auch noch alle aktiv, die sind auch in dem Go-Forum drin, da passiert noch was. Man hat ein Jahr lang diskutiert, wie wollen wir eine Sprache erfinden, die man als Nachfolger von C betrachten kann, die nicht so schlimm ist wie C++, und wollte das als Systementwicklungssprache eigentlich designen. Sie ist sehr klein, sie ist streng typsicher, ist nur wenig langsamer als C, sehr viel weniger Schreibarbeit und hat auch Konzepte aus dynamischen Sprachen wie Python übernommen, Module, Interfaces, darauf komme ich gleich. Und Anfang dieses Jahres wurde Go1 released, das heißt, die Sprache ist erst 3 Jahre alt. Womit die Entwickler nicht gerechnet haben, ist der Ansturm auf diese Sprache. Und ein Haufen Leute von der Python-Szene kamen und sagten, das ist ja klasse. Viele Sachen, die wir bisher nur in der interpretierenden Sprache haben, kommt jetzt in die kompilierte. Und bei 5 Minuten kann ich wirklich nur kurz die Gimmicks vorstellen. Also die Syntax ist C-nah, es gibt keine Header-Files. Wenn man die Standard-Lib in C++ einbildet, werden ungefähr 125 Kilobyte Text nachgeladen, das erklärt die Compile-Zeiten. Die Go-Kompilierung muss ich mir sparen, ist am Anfang so schnell, dass man denkt, man hat einen Fehler gemacht. Also mit dem 8G-Compiler war das im Bereich von 10 Millisekunden für ein mittleres Programm. Das geht. Es gibt Module, die werden geladen und nicht gelinkt. Man hat als wesentliches Konzept die Go-Routine, das entspricht etwa dem Thread-Modul von Python. Und die Parallelisierung kann über Mutexe geschehen, aber vor allen Dingen über Channels. Auch dieses Konzept ist nicht neu. Das sind sehr, sehr kleine, schnelle Kanäle. In Python ist etwa die Queue, aber die Queue braucht hunderte Kilobytes an Speicher und so ein Channel höchstens 4 Kilobyte. Also man kann mehrere Millionen Channels parallel laufen haben. Und wird ähnlich wie in FIFO behandelt. Man kann sich beliebig viele Typen selber definieren, man kann also auch den Integer-Typ umdefinieren und auf jedem Typ kann man Methoden definieren. Und diese Typen mit Methoden sind Ersatz für die Klassen und das Einbetten einer Struktur in die anderen entspricht der Vererbung. Der große Spruch ist, werfen Sie alle Vorstellungen, die Sie über Objektorientierung haben, an der Garderobe ab und hören Sie, was wir zu sagen haben. Man hat Slices, das ist wie in Python. Das Interessante ist, dass man das in einer kompilierten Sprache machen kann. Man allokiert den Speicher vorher und arbeitet dann mit Untermengen. Und das Interessanteste, finde ich, sind die Interfaces. Das, was wir bei Python kennen, man braucht bestimmte Methoden, damit eine Variable, ein Argument bei einer Funktion akzeptiert wird. Und das hat man in eine kompilierte Sprache reingebracht. Das ist sehr interessant. Und erspart uns eigentlich viele Sachen von Klassenhierarchien, was alles ziemlich schwerfällig ist. Sehr interessant ist Defer. Das ist so etwas wie ein Add-Exit
auf Funktionsebene. Hier habe ich ein Beispiel. Die Fehlerbehandlung ist ein Riesenthema, wird zurzeit ganz heftig diskutiert. Und alles, was gemacht wurde, ist wirklich Absicht. Also man hat ewig lange diskutiert über das Sprachkonzept. Ja, ihr könnt selber lesen. Es ist schon interessant, jede unbenutzte Variable ist ein Fehler. Jeder nicht importierte Modul ist auch ein Fehler. Man ist sehr streng. Und trotzdem ist das Auffällige, dass alle Leute, die Go nutzen seit einem Jahr, enthusiastisch schwärmen von Go. Und die, die es noch nicht nutzen, so wie ich, deswegen halte ich auch keinen großen Vortrag drüber, noch Bedenken haben. Aber es gibt enorm interessante Diskussionen über Fehlerbehandlung. Insbesondere gibt es keine Exceptions, die sagen, Fehler werden dort behandelt, wo sie entstehen. Dass ich denke, Python könnte sich etwas abgucken. Es gibt Probleme noch, die habe ich hier mal kurz aufgelistet. Die Folien stehen ja dann auch im Netz. Vor allem beim Testen, denke ich, da muss man noch ein bisschen Konzepte entwickeln. Aber für Python würde ich mir mal so ein Defer wünschen, so ein Add-Exit auf Funktionsebene. Und auch die Synchronisation über die Channels. Ja, so, das ist schon die letzte Folie. Also, wer näher wissen will, geh auf Golang, was man hier liest, und dann kriegt er mehr Informationen. Super, Reinhard. 5 Minuten, eine rasche Einführung in Go. Ich bräuchte Daniel mit den funktionalen Programmiersprachen in meiner Staging Area. Daniel? Wo ist er? Bringst du es auf deinen Memory Stick und dann, halt, bleib da, Marc. Du bist, bis Daniel nach vorne kommt mit dem Memory Stick, haben wir dich nicht eingeplant mit PyRun. Das ist ein Modul, das mindestens in 5 Minuten funktioniert. Natürlich. Daniel, du bist bereit für nachher? Kommst du schon mal auf mein Staging? Komm auf mein Staging Area. Ich will die Leute bereit haben. Marc wird dir dann helfen beim Einstellen und Marc präsentiert uns jetzt PyRun, eine Egenix-Modul. Einfach Platz nehmen. Okay. Nehmt ihr wieder das Mikrofon? 1, 2. Probieren wir es mal. Nein. Schalt es ein, bitte. Hallo. Perfekt. Ich wollte ein paar Sachen sagen über Egenix PyRun. Das ist eine Laufzeitumgebung, in der ein komplettes Python drin steckt plus Standardbibliothek in gerade mal 11 Megabyte. Ja, warum brauchten wir das? Wir brauchten das in der Firma, um Produkte zu den Kunden zu kriegen. Und wir wollten halt bei den Kunden nicht uns auf verlassen müssen auf die Installation, die halt vor Ort hatten auf ihren Unix-System, sondern wir wollten halt eine fest definierte Python-Runtime-Umgebung dort haben und mussten jetzt also Python dahin bringen irgendwie. Das Problem dabei ist, dass wenn man Python installiert, man ungefähr 100 Megabyte installieren muss, wenn man die ganze Python-Standard-Library da auf dem Rechner haben will. Und das war natürlich zu viel, deswegen mussten wir irgendwas machen, um es kleiner zu bekommen. Daneben hat man noch die Anforderung, dass also .py, .pyc-Files funktionieren mussten und wir wollten C-Extensions laufen lassen. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns daran erinnert, dass wir vor einer Weile mal ein Projekt hatten, das heißt MXCGI Python. Das lief von 99 bis 2006. Das ist eigentlich genau das gleiche gewesen, nur ein bisschen anders, mit einer anderen Motivation. Da ging es halt darum, dass man Python auf einem CGI-Webhoster laufen lassen konnte. Und dieses Mal haben wir halt die andere Motivation, dass wir halt zum Kunden Python transportieren wollen. Wir haben das also wiederbelebt, das Projekt. Und haben jetzt also wieder eine Laufzeitumgebung dann bekommen, wo halt Python in einer einzigen Datei drin steckt. Wir unterstützen Python 2.5, 2.6, 2.7. 3 unterstützen wir noch nicht. Das liegt daran, dass das Tool, das wir da benutzen, das mit zu Python dazugehört, dass das leider in 3 noch nicht funktioniert. Das ist also noch nicht portiert worden. Im Moment unterstützen wir nur Linux, FreeBSD und Mac OS X. Wir gucken uns aber auch die Windows-Portierung gerade an. Ja, PyRun ist sehr klein, wie gesagt, 11 Megabyte, da hat man alles drin. Man kann, wenn man möchte, das Ganze sogar noch komprimieren auf 3,5 Megabyte. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich, dass man Python in so eine kleine Datei hineinbekommt. Wenn man noch andere Tools dabei haben möchte, also PIP und Setup-Tools zum Beispiel, dann wird das ein bisschen größer.
Und wenn man noch Dateien übersetzen möchte und zum Beispiel ein setup.py, das halt C-Extensions kompiliert, dann hat und laufen lassen möchte, muss man halt ein bisschen mehr investieren, braucht man noch Include-Dateien, dann wären es 35 Megabyte. So, das ist der Kontakt. Habe ich noch Zeit? Du hast noch 2 Minuten, 20 Sekunden. Gut. Dann gucken wir mal hier. Ja, wo ist es? Und noch 37 Minuten Akku. Naja, das müsste dann reichen. So, ich wollte das gerade mal jetzt hier installieren. Das funktioniert mit einem Skript, das wir geschrieben haben. Das heißt Install Pyrun sinnigerweise. Da gibt man nur das Verzeichnis an, wo es installiert werden soll. Das WLAN ist aus irgendeinem Grund jetzt sehr schnell geworden. Das ging eben sehr viel langsamer. Wird also Pyrun runtergeladen von unseren Servern, passend zu der Plattform, auf der man das Ganze laufen lässt. Da braucht man sich also nicht weiter drum zu kümmern. Damit automatisch Distribute, also der Nachfolger von Setup Tools, installiert. Und danach wird dann noch Pip installiert. Gucken, ob das jetzt auch klappt mit dem Netz. Ja, jetzt hat er Distribute installiert, jetzt kommt Pip. Achso, was ich während der hier installiert, was ich noch sagen wollte, ich halte also morgen noch einen längeren Vortrag über die ganze Geschichte, wo ich dann auch ein bisschen auf die Details eingehe, wie das alles funktioniert. Wenn man jetzt also hier hingeht, dann hat man hier die Verzeichnisstruktur, die übliche, hat hier den Python-Interpreter, ne, funktioniert auch. Ups, an der Hand ist das ein bisschen schwierig. Ja, alles dabei, was dazugehört. Und es funktionieren natürlich auch solche Tools wie zum Beispiel Pip. Mal hoffen, dass das jetzt auch schnell geht. Um diese ganze... Genau, Freeze. Das ist eben, wenn man die Source Code Distribution von Python runterlädt, dann hat man im Tools Freeze, hat man dieses Werkzeug, das schon sehr alt ist, das mal von Guido selbst geschrieben worden ist vor Ewigkeiten. Er hat dann über Jahre hinweg keine Anwendung dafür gefunden. Wir haben jetzt eine. So. Ja? Wunderbar. Game of Life. Das ist es. Danke. So. Daniel wird uns über Functional Programming erzählen. Mark, hilfst du ihm beim Setup? Während die Kollegen den Setup machen, bräuchte ich bitte den Wolfgang mit Barcamp auf meiner Station Area. Charlie sehe ich schon. Und Lawrence, you're here. Okay. Einfach Platz nehmen. Und unser nächster Redner, Daniel. Wir suchen noch die Dateien? Nee? Wir suchen noch einen Stick. Besonderer USB-Stick. Ah, Wolfgang braucht, du brauchst noch keine Slides. Perfekt. Also, wir scannen um. Check one, ja, Wahnsinn. Genau, ich wollte euch kurz darauf hinweisen, am Freitag und am Samstag gibt es verschiedene Veranstaltungen, 3 Stück, um genau zu sein. Nämlich erstens, am Freitag ist Barcamp, das heißt Open Space, das heißt, eure Zeit macht was draus. Hier sind viele schlaue Leute, viele coole Leute, Leute mit ganz unterschiedlichen Backgrounds, unterschiedlichen Ideen. Tauscht euch aus. Wenn ihr eine Frage habt, die irgendwelchen schlauen Python-Leuten schon immer mal stellen wolltet, tut das. Wenn ihr was erzählen wolltet, wofür vielleicht hier im Vortrag Programm kein Platz ist, tut es. Kommt am Freitag hin, macht das. Am Samstag ist Code Retreat. Das ist ein relativ, naja, so halb neues Format zum Programmieren üben. Stellt euch mal vor, ihr müsstet nicht morgen Abend irgendwie was fertig haben, sondern könnt euch einfach mal Zeit nehmen und mal was ausprobieren. Wie wäre es zu programmieren, wenn ich keine If-Statements benutze? Was passiert dann? Was für Kräfte wirken auf meinen Code ein? Wie kann ich besseren Code schreiben? So eine Sache kann man da ausprobieren. Herzliche Einladung. Und das Dritte, was da parallel noch stattfindet, ist Sprints, also Zeit zum Programmieren. Wenn ihr irgendwelche Open-Source-Projekte habt, wo ihr was dann machen wollt oder neugierig seid, was andere Leute so tun, findet euch zusammen. Genau, herzliche Einladung, vielen Dank. Danke, Wolfgang. So, wir müssen noch mal die Slides austauschen. Charlie, bist du bereit? Super.
von wegen Folien auf einen USB-Stick kopieren ist die sicherste Methode. Wir haben jetzt festgestellt, es gibt auch inkompatible USB-Sticks. Von wegen funktionieren, nicht funktionieren. Ich bin letzte Woche auf die europäische PostgreSQL-Konferenz geflogen, bin über München geflogen, saß im Flugzeug auf dem Rollfeld und nichts passierte. Es kam die Durchsage, schalten Sie Ihren Laptop aus, das heißt so die übliche Frustration. Und dann saß ich dort und nichts passierte. 10 Minuten lang passierte nichts, gab keine Getränke, gab kein WLAN, gab nichts. Dann kam die Durchsage, dass sie einen Fehler festgestellt haben im Flugzeug. Das Intercom zwischen Pilot und Co-Pilot funktioniert nicht. Und sie haben schon mal die einzelnen Systeme neu gestartet und die Sicherung gezogen, hat alles nicht geholfen. Sie müssen jetzt eine andere Reparatur versuchen. So, wer kennt The IT Crowd? Was ist der erste Support-Hinweis? Have you turned it off and on again? Er hat uns gesagt, wir müssen das Flugzeug stromlos machen. Es wird kurz dunkel werden und dann fahren wir die ganzen Systeme wieder hoch. So, die machen das Flugzeug stromlos und genau in dem Moment hat jemand den Matrix-Klingelton auf seinem Handy drauf. Und hat das Handy wieder eingeschaltet, weil es ging ja eh nichts vorwärts. Das heißt, sie haben das System stromlos gemacht, um es wieder hochzukriegen. Und genau in dem Moment klingelt das Handy im Matrix-Klingelton. Ich dachte, wo bin ich jetzt? Nach 5 Minuten haben sie das System wieder hochgefahren. Wir sind nach Prag geflogen. Also, turn it off and on again scheint tatsächlich bei Flugzeugen zu funktionieren. Charlie, Jeeves Data Table, Python, Google Visualization. Und du hast dein Mikrofon schon? Jetzt habe ich den. Perfekt. Charlie. Ja, vielen Dank, Harald. Seid ihr noch wach? Ja, kein Problem. Das dauert nicht viel lange. So, ich habe dieses Jahr ein kleines Modul geschrieben, das ein Python-Binding ist für Google Visualization. Was ist Google Visualization? Das ist eine Chart-API in JavaScript, die dann auch Daten in JSON-Format übernimmt. Und er kümmert sich dann um die verschiedenen Darstellungen in allen möglichen Browser, Unterschied auch im Internet Explorer mit Einschränkungen. Ich habe es gebraucht, weil ich regelmäßig irgendwelche Charts produziert habe, die ich dem Kunden zeigen wollte. Die gestrichelte Linie ist meine Kunde, das sind Daten von http://archive.org. Ein sehr interessantes Projekt, das ich auch, ich weiß nicht mehr ganz genau warum, aber ich habe das von PHP auf Pyramid portiert. Das ist aber ein anderes Thema. So, Beispiele gibt es dann auf der Google-Webseite, sehr ansehnliche Beispiele von Charts, die man sehr schnell generieren kann, wenn man das JSON in der Format übergeben kann. Also nicht nur die üblichen Verdächtigen, aber auch ganz angenehme Sachen. So, 2 Möglichkeiten, man kann Google JS direkt einbinden oder Google macht es auch möglich, dass man den JS selber hostet, was natürlich in manchen Umfeldern erforderlich ist. Warum ein neues Modell? Ja, es gibt bereits ein Modul hierfür, aber das konnte nicht zeilenweise arbeiten, wie ich sehr oft arbeiten will. Scheint nicht mehr gewartet zu sein. Es hat einen sehr, sehr komischen Stil. Es scheint nicht von wirklich Python-Leuten geschrieben zu sein. Und aus meiner Sicht eine unnötige Polymorphie. Es hat kein automatisches Mapping von Python-Typen auf den entsprechenden Typen in dieser Bibliothek und sehr unübersichtliche Tests. Also wirklich ein einziger Unit-Test von 30, 40 Zeilen. So, Use Case. Typischerweise sowas in der Idee, man bekommt Daten aus einer Datenbank zurück, die man in einer Tabelle oder in einer Grafik da zeigen will oder ähnliches. Das Modul hat 3 Klassen, ein Mapping, ein JSON-Encoder und letztes Mal, wo ich das wirklich geguckt habe, das 99% Coverage, hätte 100%, aber es hat irgendwie mit irgendwas mit JSON zu tun, mit der JSON-Bibliothek. Hier ein Beispiel, ganz kurz, müssen wir nicht reingehen, ich habe das wirklich neulich bekommen, das kam auf eine lokale Mailingliste, eine Frage, ich will einen Tree-Map machen. Er sagt, wieso willst du das ja in PIL machen? Du kannst es einfach mit der Google Visualization machen.
Das sind Daten, die dann auch visualisiert werden müssen. Die liegen bereits in einem Dictionary vor. Die kann man sehr schnell transformieren in dem Format, die man haben will. Und dann baut man die Spaltennamen hinzu und dann iteriert man durch die Daten, packt das in dem Encoder in JSON, fertig ist das, und begebt das dann eigentlich in den JavaScript und bekommt die Grafik oder mit den gleichen Daten dann auch eine Tabelle, die sortierbar ist. Also man kann dann die verschiedenen nach Wert oder in dem Fall, wer ist der einzige, oder Name könnte man sortieren oder andere Visualisierungen übergeben und ist dann entsprechend schnell und wie gesagt, das läuft in allen möglichen Browser. Ja, die Zukunft, im Moment ist das nur auf Python 2 lauffähig, werde aber nächstes Jahr auf Python 3.3 auch portieren. Ich überlege auch zu gucken, ob ich nicht für andere Bibliotheken wie HiCharts oder ähnliches anpacken kann. Es gibt bereits für verschiedene Web-Frameworks wie Django und Plone Visualisierungen hierfür, aber ich dachte, ich will einfach das direkt in Python verfügbar machen. Und wenn man größere Datenmengen hätte, wäre es vielleicht nach als Stream möglich zu machen. So, dann ist Quelle, es ist auf PyPy bereits da, kann man es direkt mit pip installieren und die Quelle ist auf Bitbucket. Wow, thank you, Charlie. Okay, Daniel mit einem neuen USB-Stick. Schließen wir bei Mark an. Mark, hilfst du ihm? Perfekt. Wir sind alle gespannt. Aha. Wer von euch registriert seine Haushaltsgeräte? Schickt ihr keine Registrierkarten von euren Toastern ein? Ich mache sowas. Ich habe meinen Toaster registriert und es war gut so, weil 3 Wochen später kam eine Karte vom Toasterhersteller, eine Umfrage. Die wollten wissen, ob ich bewusst einen 2-Schlitz-Toaster gekauft habe oder ob ich das rein zufällig keinen Langschlitz-Toaster genommen habe. Ich habe erst mal gelernt, dass es überhaupt Langschlitz-Toaster gibt, wo man die Scheiben hintereinander reinstecken kann. Und es wurden dann Fragen gestellt, wann ich am häufigsten toaste und welches Art von Brot ich toaste. Das ist alles witzig. Aber viel besser ist, ich habe mir einen Kaffeevollautomaten gekauft von Melitta und habe den auch registriert. Insbesondere, weil man dann ein halbes Kilo Kaffee bekommen hat. Und es war auch ganz wichtig, weil in diesem Kaffeevollautomaten war ein Bug drin. Das heißt, es gab dann eine Rundmail von Melitta, dass bei einer bestimmten Seriennummer ein Bug in der Software der Kaffeemaschine ist. Und wenn man eine Kaffeemaschine innerhalb dieser Seriennummern hat, möge man sich doch bei Melitta melden und einen Termin für ein Update vereinbaren. Meine Seriennummer war, kaum redet man über Bugs, geht das Mikrofon kaputt. Und ich habe mich dort gemeldet und die haben gesagt, ja, sie haben Anspruch auf ein Update und sich unser Servicepartner melden. Und dann kam tatsächlich ein Monteur vorbei, um bei mir in der Kaffeemaschine ein Update einzuspielen. Es war ein total lieber Mensch, allerdings es war ein ausgebildeter Großhausgeräte-Elektriker. Das heißt, einer, der qualifiziert drin ist, Elektromotoren außen einzubauen. Und dem armen Kerl haben sie einfach eine Liste mit 20 Screenshots gegeben, wie er den Update einzuspielen hat. Ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, gib mir das Kabel, lass mich das machen. Und ich habe gelernt, meine Kaffeemaschine hat eine Ethernet-Schnittstelle. Und wenn jemand von euch Kontakte zu Melitta hat, sagt denen, die sollen das Ding dokumentieren. Das wird die Szene-Kaffeemaschine. So. Jetzt gehen wir zu Functional Programming. Etwas ohne Input und Output, auch ohne Kaffee. Daniel Werner, nimmst du das Mikrofon? Ich starte dir den Lightning Timer neu. Test. Das macht, Test macht Holger. Ah ja. Okay. Daniel. Cool. Ja, grüße euch erstmal. Mein Name ist Daniel Werner. Ich werde euch was über Functional Programming erzählen. Ich habe jetzt erst vor einer Stunde circa erfahren, dass ich den Vortrag halte. Also die Slides sind leider nicht bunt, die sind nur schwarz-weiß. Ja, wir hatten hier vorher schon einen Vortrag über Functional Programming. Da möchte ich jetzt gerne anknüpfen mit ein paar zusätzlichen Details. Jo, eine Slide weiter bitte. Dann machen wir es eben so. Gut,
Ja, es gibt ja zwei weit verbreitete Stile, wie man programmiert. Einmal den prozeduralen Stil, eben Anweisung, Einweisung, Anweisung, die Maschine soll das und das tun, der Reihenfolge. Und es gibt den deklarativen, also man beschreibt, was soll etwas sein. Beispielsweise jetzt nicht eine Loop iteriert über irgendwas drüber und summiert dann mit plus, plus, plus die einzelnen Elemente auf, sondern man beschreibt, das und das ist die Summe aus irgendwas anderem. Und genauso geht's auch bei funktioniert es auch bei Collections. Es gibt eben den prozeduralen und den deklarativen Stil. Und in Python machen wir das mit Iteratoren und Generatoren. Und das eingebaute Modul dafür ist Itertools. Also wenn ihr irgendwas Funktionales machen wollt, schaut euch das auf jeden Fall an. Die Funktionen, die da drin sind, sind sehr, sehr hilfreich. So, einfaches Beispiel für funktionale Programmierung. Summiere diese Zahlen. Jetzt ist die Sache, wenn man eine einfache Liste hat, hat man die Zahlen einzeln drin. Kein Problem, summiert sie auf. Aber was jetzt, wenn die Zahlen in Untercollections quasi vorkommen? Wie summiert man die dann auf? Und da kommt ein nettes Werkzeug rein. Ja, das ist erstmal, wie man es standardmäßig machen würde in Python. Man summiert halt einen Generator und summiert darin die Summe. Ist nicht wirklich schön. Es geht wahrscheinlich auch mit Bordmitteln etwas schöner, aber noch schöner finde ich, wenn man Flatten benutzt. Flatten ist eine Funktion, die kennt man aus anderen funktionalen Programmiersprachen eventuell. In Python gibt es sie standardmäßig nicht. Und was die macht, ist im Prinzip, sie klopft eine Collection klein. Eine Collection aus Collections, macht sie einfach nur zu einer Collection, einer Liste meinetwegen, die alle Elemente hintereinander enthält, wie man hier schön sehen kann. Das ist die Definition, ganz einfach von Flatten. Wir haben Input Collection, die besteht aus Collections. Das heißt, X ist in dem Fall eine Collection. Und wenn jetzt, also wenn X wirklich eine iterable Collection ist, dann iterieren wir da nochmal drüber und flattenen rekursiv darüber. Yield from, okay, kenne ich noch nicht, werde ich mir anschauen. In dem Fall hier, wenn X aber keine Collection war, dann yielden wir einfach yielden wir das Element einfach so raus. So, das ist jetzt ein Beispiel. Anderes ist, wir haben wieder eine Collection, eine Liste und wollen jeden Wert da drin inkrementieren, hier mit der Funktion inc. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir die Funktion anwenden können, aber das gleiche Element, das Element also ohne die Funktion anzuwenden, als Tupel haben könnten. Und zwar in einer Output-Collection, einer Liste. Und das machen wir hier mit self and inc. Wir mappen das einfach über die Collection drüber. Jetzt wäre es aber sehr schön, wenn wir nicht nur in der Output-Collections Tupels haben könnten, sondern die Output-Collection jetzt auch mit den Elementen hintereinander haben könnten. Ist ganz klar, wir haben eben Flatten geschrieben, wir könnten einfach Flatten anwenden, aber es gibt ein anderes funktionales Werkzeug dafür und das nennt sich MapCat. Kennt man vielleicht, wenn man Lisp programmiert hat. Was wir da machen, ist nichts anderes, als über die Input-Collection aus Collections zu iterieren. Und eben dort auf jede dieser Collections die Funktion anzuwenden. Jetzt func, wie man sich wahrscheinlich denken kann, func liefert eine Collection zurück oder eine Liste meinetwegen. Ja, was am Ende dabei rauskommt, ist, wir bekommen einfach unsere eine Liste mit allen Elementen hintereinander. Jo, gut. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, natürlich, wenn func eine Liste oder eine Collection zurückliefert, dann müssen wir natürlich jedes Element dieser Collection auch einzeln zurückgeben. Das ist hier nicht so perfekt gelöst. Anders gelöst ist es in einem Modul oder einem Package namens Functionally. Also ihr müsst das ganze Zeug nicht selbst schreiben. Es gibt's schon. Einfach pip install Functionally, dann habt ihr es. Dann habt ihr ein Paket mit sehr vielen anderen Funktionen auch. Oder wenn ihr selbst da noch was hinzufügen wollt, Flatten ist zum Beispiel im Moment nicht drin, werde ich immer noch hinzufügen, dann forkt ihr das einfach auf GitHub. Ja, und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, immer gerne E-Mail an danieldwerner@gmail.com. Gut, vielen Dank. Danke, Daniel. Now, LVH, Lawrence, just set up. He's got a very interesting session the last 40 minutes, because I don't think he understands much of German. A little bit. And we will have one English lightning talk. Lawrence will talk about how to store passwords.
No. As soon as he connects his laptop. Der Fehler in meiner Kaffeemaschine war übrigens, dass nach dem Reinigungslauf angeblich die erste Tasse nicht wirklich gut schmecken soll. Sei aber gesundheitlich komplett unbedenklich, haben die mir geschrieben. Aber ich schütte die erste Tasse immer eh weg. Okay, LVH, hast du ein Mikro? Do you have your microphone? Okay, LVH. Hi, I'm LVH and I'm here to tell you about storing passwords. First of all, don't. If you absolutely must store passwords, use a library. But what do you do if you build those libraries? Well, first of all, don't bother with MD5 or SHA. If you use any of these things to an attacker, it is little more than an annoying NAT. In fact, actually, it's slightly easier to crack an MD5 database than it is to crack a plain text, or than it is to crack any other kind of database because it's easier to download the tools. If you use PBKDF2 or Bcrypt, then probably somebody has already talked to you about this. And PBKDF2 and Bcrypt are excellent tools, and if you use them, good job, everything is fine. However, there is one true key derivation function, and that key derivation function is Scrypt. Now, people tell me, well, it's okay because we don't use plain MD5 or plain SHA. We use salted SHA, which is fine, right? Or we can use SHA-3, and this fancy new hash function will solve all of our problems. They won't. This is the Dunning-Kruger effect. It means that people who think they are better tend to not really do as well, and people who think they do poorly actually do pretty well. For example, Tesco, this massive British, I believe, supermarket, essentially pretty much just completely screws this up. They store passwords encrypted, but it is reversible, so it's pretty much pointless. Now, the reason is that good hash functions are not good at key derivation because good hashes are fast and good key derivation functions are slow. Now people tell me, well, MD5 is broken but SHA-2 isn't, so it's okay because we use SHA-2. Technically correct, but also completely irrelevant. Because broken means against cryptographic attacks, such as a collision attack, for example, two plain text mapping to the same hash, or our first preimage attack where you try to go from a hash to a plain text. But that's not what an attack on a modern password or modern attack on a password database does. They simply try lots and lots and lots of different passwords. And people think a salted hash is secure because brute forcing the password is impossible. This is simply wrong because you have these, and they have roughly the error displacement and the noise of my vacuum cleaner, and they compute about 5.5 billion MD5 hashes per second, or 2.5 billion SHA hashes per second. And this is actually quite old technology. I think it's about 2 years old now. SHA-3 makes it worse. In the original version of this slide, I realize some people have heard this lightning talk before, I had to say skein, but now that SHA-3 is actually out, I can give you the real answer. Ketchuk is a lot faster than SHA-2, so actually it makes this problem, only makes it worse. Bcrypt sort of solved this problem in 2002, because Bcrypt was tunably expensive. So what you could do is, you could tell it to be quite expensive, you give it some magical number, and if computers become faster, then you just make the number bigger, and then suddenly it becomes harder to compute Bcrypt. Bcrypt is web scale. Now, Scrypt added to this because Scrypt made it not only time hard, but also memory hard. So not only do you need a lot of time to compute an Scrypt key, you also need a lot of memory to compute an Scrypt key. But I can just stand here and tell you how good it is, but we can actually put this into numbers. But how much would it cost to build the ASIC, so very, very specialized chips, in order to crack one password in 1 year? Well, there's a table here. And the first lesson is that if you have a terrible password, then absolutely nothing can save you. Except maybe high-end Scrypt. It's still kind of expensive for maybe high-end Scrypt. Secondly, Scrypt is a lot better than the competition. Even if you give it an order of magnitude more time, it's still better. And lastly, there's this number there. If you use paranoid Scrypt and a 10-character good password, then it costs $175 trillion to crack a password in a year. Now, I had no idea, the number is just too big to really understand what it is. Well, to give you an idea, it's roughly 3 times the world's GDP. Essentially, at that point, nobody is really going to try and crack your password. They are simply going to take a heavy object and beat you over the head until you tell them what it is. Now, this is for ASICs, and actually, the real numbers are even a little bit better because, realistically, people will be using GPUs to try and attack a password database and not an ASIC, unless you have the US government trying to catch you.
So I've done some napkin math. If you want, I can run through it, but I only have about 30 seconds left. Essentially, if you use regular style Scrypt, then you can only compute about 20,000 passwords per second on a massive GPU with 2 gigabytes of RAM. So, and this is simply because of the memory amount that it uses. In short, you're going to need a lot of memory if you really want to try and crack Scrypt. So Scrypt rocks. I'd like to thank Colin Percival. He's the guy who is the FreeBSD security officer. He's also the author of Scrypt. He wrote it for Tarsnap, which is an online backup thing that I can only recommend. And that was my slide. Exactly 0 seconds. Thank you. Woo. So once again, big thank you to all. Entschuldigung.